Hallo ihr Jedi-Meisterinnen und Jedi-Meister da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Review auf dem Kanal One Lego Hero. Bevor es jetzt aber losgeht, wenn ihr euch gerade fragt, warum kommen jetzt gerade so viele Videos, was ist mit dem Typen los? Wenn ihr neue Informationen zum Kanal braucht, dann folgt mir doch auf Instagram, erster Link in der Videobeschreibung, würde mir sehr viel bedeuten. Dort kommen täglich Updates über den ultimativen Lego-Raum, außerdem zum Beispiel ein Haul-Video, in dem der auch dabei war. Und ihr werdet früher informiert, welches Video kommt und wann. Jetzt haben wir hier den Anakin's Jedi Interceptor mit der Setnummer 75281. Und bevor wir zu lange schnacken, starten wir doch direkt in die... Da sind wir dann auch zum Anakin's Interceptor Moment. Ach, sorry Leute, das ist ja der 2014. Ja. Halt die Fresse! Packen wir Anakin mal nochmal auf die Seite. Auch R2, ihr seht jetzt, ihr könnt ihn hier seitlich reinpacken. Sehr gut. Und gehen direkt auf das Set ein. Ein Set, bei dem ich echt geteilter Meinung bin. Ich habe den 214er deswegen hier, wenn wir nachher einige Dinge vergleichen wollen, aber erstmal fällt uns auf, wenn wir die nebeneinander stellen. Wir haben ja fast exakt das gleiche Set nehmen und stehen, und zwar 6 Jahre später. Für mich war es sehr ärgerlich, ich habe mir den Anfang des Jahres gebraucht gekauft und dann wurde der angekündigt. Ihr seht auch, der Print der Scheiben ist exakt der gleiche. Aber ja, was mich ziemlich ankotzt ist, ihr seht hier beim 214er ist diese 1x1 Round Fliese bedruckt. So, dann packe ich den 214er auch mal weg. Hingegen beim 220er ist das ein Sticker. Und ihr seht, bei mir ist er leider nicht ganz mittig. What the fuck? Coincidence? I think not! Das Teil existiert doch schon. Warum kein Print? Ja, seid ihr denn verrückt geworden? Ja. Was das Set wirklich zerstört, über diesen Sticker könnte ich ja noch hinwegsehen. Ihr seht vielleicht den Sitz hier durch die Cockpitscheibe. Der sieht wirklich gut aus. Folgendes Problem. Wir wollen jetzt Anakin da reinsetzen. Zunächst mal, das ist ein Sticker, die Konsole, das ist alles soweit in Ordnung und der Aufbau des Sitzes sieht auch völlig gut aus. So, wir wollen jetzt Anakin da reinsetzen. In die dafür vorgesehene Fläche. Der normale Typ würde das wahrscheinlich so Anakin da reinsetzen. Dann geht aber der Deckel nicht zu. Gut, jetzt sagt der eine oder andere, so steil sitzt er auch nicht, lehn ihn etwas nach hinten, so, und dann passt das schon. Geht aber immer noch nicht. Ihr müsst Anakin all the way down hinlegen, damit die Cockpitscheibe zugeht. Und ihr könnt sehen, wenn der Fokus dann mal zutrifft, es sieht bescheuert aus. Es sieht absolut bescheuert aus. Das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. Ich blende euch, wenn ich was finde, jetzt mal hier ein Bild ein, wie die im Film da drin sitzen. Die sitzen zwar zurückgelehnt, aber die liegen da nicht drin. Und Anakin liegt. Dann finde ich auch kacke, er hat hier keine Hebel, um irgendwas festzuhalten. Die Hände können an die Steuerkonsole hier vorne gar nicht hinkommen. Und nur mal zum Vergleich. Die 2014er Variante hat das deutlich cooler gemacht. Die hatte hier noch Clips fürs Lichtschwert, ja.
Wundert euch nicht, hier war ein Aufkleber drauf, der fehlt, den muss ich nachkaufen, aber das ist für dieses Review jetzt. Hier könnt ihr Anakin reinsetzen, sogar aufrecht und ja, Fokus. Und es ist kein Problem, ja. Wir können ihn auch etwas mehr zurücklehnen, damit es ein bisschen cooler aussieht. Kein Problem. So gehört Anakin eigentlich da rein. Vor 4 Jahren konnten sie es. So, und jetzt packe ich den endgültig mal weg. Der gehört nämlich hier nicht rein. Und hier verkacken sie es jetzt, indem sie Anakin hinliegen lassen. I mean, ja. Wie gesagt, hier unten 2 Studs, an denen R2 befestigt wird. Das funktioniert nach wie vor gut. Ihr könnt die Solarpanel aufklappen oder den Attack Mode aktivieren, wie auch immer ihr das jetzt nennen wollt. So sieht das Ganze dann von hinten aus. Hier haben sie eine schwarze Technikachse verbaut, sehr, sehr cool. Die Engines sehen soweit auch gut aus. Gucken wir uns das Set mal von unten an, auch da wirklich cool. Sehr ausgesmoothed. Hier habt ihr dann noch die Kanonen. Ich würde mir mal wieder Landing Gear wünschen, aber das kommt seit 2005 nicht mehr zurück. Fände ich cool. Und hier unten habt ihr dann die obligatorischen Spring-Loaded Shooter. Ihr seht hier die, wenn ihr da drauf drückt, haut die raus. Also wirklich, er sieht von außen wirklich gut aus und dann setze ich Anakin rein und es sieht dumm aus. Falsch, ich sehe wirklich ein Upgrade von dem zu dem. Ein geringes, aber es ist da. Auch hier die Nexonite Shields, die sie hier hinten verwendet haben. Wirklich cool. Aber ja. 30 Euro kostet das Set. Meiner Meinung nach wartet, bis es in Sale geht. Genauso wie der letzte Anakin Starfighter für 20. Dann könnt ihr den guten Gewissens mitnehmen. Ihr müsst halt hier mit dem Sticker leben und das könnt ihr nicht mal modden, weil wisst ihr was? Ich zeige euch mal was. Die Flügel sind bei dem hier mit so Technik-Pins angebracht und dafür müsstet ihr die Technik-Bricks hier unten rausnehmen, was ihr nicht machen könnt, weil ihr sonst die Flügel nicht mehr befestigen könnt. Das heißt, um den zu modden, müsstet ihr wirklich das gesamte Modell umbauen. Und ja. Versteht mich nicht falsch, die Konstruktion ist stabil, aber ja. Und er sieht gut aus. Wirklich, er sieht gut aus. Bis auf das. Das kotzt mich wirklich an. Aber schauen wir doch einfach mal, ob die Minifiguren was zu bieten haben. Bevor wir zu den Minifiguren kommen, kleiner Nachtrag, habe ich vergessen zu zeigen. Auch Anakins Lichtschwert könnt ihr beim neuen verstauen. Zwar nicht hinterm Sitz, aber hier unten unter den Solarpanels sind 2 Clips. Ihr könnt entweder das Lichtschwert im Ganzen hinmachen oder beides separieren und dann dahin machen. Dann ist es auch einigermaßen gut versteckt und also dafür gibt es auch einen Platz. Als erste Minifigur hätten wir da Anakin Skywalker. Logischerweise ist es sein Interceptor. Über die Brandmale auf dem Torso muss ich wirklich nicht mehr reden. Da haben genug Leute drüber geredet. Der Kopf ist ein Reuse vom letzten Anakins Starfighter, bin ich aber okay mit, der sieht gut aus. Ist halt ein Standard Anakin, keine neue oder exklusive Figur in irgendeiner Form. Blaues Lichtschwert dabei, alles was man von dem Anakin erwarten kann, ist okay. Als zweite und letzte Minifigur haben wir R2-D2 und ja, das ist exakt derselbe wie in der 2014er Variante. Diesen R2 haben wir jetzt seit 6 Jahren. Kein Upgrade, ich würde mir echt mal Rückenprinting für die Astromex wünschen. Das wäre für mich der nächste Schritt. Oder vielleicht Bedruckung an den Beinen wäre cool. Oder an der Seite oder so.
Es gibt vielleicht leichte Farbvariationen, aber von der Version her ist das genau derselbe. Sinnvolle Inklusion. Was soll ich zu diesem Set noch sagen, was mir schon gesagt wurde? Es ist absolut Standard. Quasi in Rehash für alle, die den verpasst haben. Wenn ihr den habt, braucht ihr den meiner Meinung nach nicht. Vor allem, weil ich da den Sitz besser finde. Ich bin wirklich etwas enttäuscht von dem Set. Er sieht von außen gut aus, aber der Sitz hat für mich komplett ruiniert. Auch dass das jetzt ein Sticker und kein Print mehr ist. Ich meine, der Print existiert einfach schon. Naja. Frage ist halt, wen juckt. Er hat harte Konkurrenz mit dem 500 im ersten Battle Pack. Aber ja. An sich ein solides Set. Vielen Dank fürs Zuschauen. Checkt mein Instagram ab, ist unten in der erste Link in der Videobeschreibung. Das wird mir sehr helfen. Da erfahrt ihr sofort neue Informationen zum Kanal oder was auch gerade behind the scenes abläuft. Checkt das ab und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ihr Jedi-Meisterinnen und Jedi-Meister draußen. Ciao.